Hallo meine Lieben und willkommen zu einem neuen Workout. In diesem Workout erwarten euch insgesamt 10 Übungen für unseren gesamten Oberkörper und unser Powerhouse, den Rumpf. Dieses Workout ist Teil meiner kostenlosen 21 Tage Full Body HIIT Challenge. Das gesamte Home Workout Programm sowie den kostenlosen Trainingsplan findet ihr wie immer auf meiner Website. Den Link habe ich euch in die Videobeschreibung gepackt. Vergesst nicht, dem Video einen Daumen hoch dazulassen und den Kanal zu abonnieren. Ihr könnt dieses Video natürlich auch jederzeit unabhängig der Challenge durchbauen. Wir starten mit der ersten Übung. Komm dafür auf die Matte, setz deine Knie ab und positioniere deine Hände unter deinen Schultern. Für Circle Push-Ups starten wir zuerst links von der Matte, kommen dann in die Mitte und gehen dann mit unseren Händen nach rechts. Achte dabei darauf, dass deine Ellbogen am Körper bleiben und du volle Spannung im Bauch beibehältst. Halfway there. Die letzten 5 Sekunden. 3, 2, sehr gut und 1, absetzen. Wir kümmern uns um unsere Arme und unsere Schultern und wechseln bei der Hälfte zum Unterarmstütz, der unsere Rumpfmuskulatur gezielt ansteuert. Versuch bei den Kommandos nicht zu sehr hin und her zu wackeln. Das schaffst du am allerbesten, indem du deinen Bauch anspannst. 3, lieber langsam, 2, dafür kontrolliert. 1, go. Komm jetzt in den Unterarmstütz, zieh deinen Bauchnabel nach innen, spann deinen Hintern an und halte, halte, halte. Und noch 3, 2, 1 und absetzen. Gut gemacht. Atme kurz durch, bleib aber für die nächste Übung auf der Matte. Wir machen mit Beer Walk weiter. Eine geniale Übung für den Rumpf. Dein Abstand zwischen deinen Knien und der Matte sollte wirklich so klein wie nur möglich sein. Acht darauf, dass dein Rücken während der gesamten Ausführung gerade ist und spann deinen Bauch so fest an, wie du nur kannst. Wir sind schon bei der Hälfte, bleib dran. Spann deinen Bauch an und schau wirklich drauf, dass der Abstand zwischen deinen Knien und der Matte so klein wie nur möglich ist. Sehr gut und lösen. Gut gemacht. Komm für die nächste Übung wieder von der Matte hoch und stell die ans Ende deiner Matte. Wir rollen uns von dort aus nach unten und krabbeln mit beiden Händen nach vorne. Wenn du im High Plank bist, dann bring deine rechte Hand zur linken und deine linke Hand zur rechten Schulter. Damit unsere Hüfte wieder stabil bleibt, muss dein Bauch fest angespannt sein. Halfway there. Die letzten 10 Sekunden. Komm schon, gib nicht auf. Und absetzen. Sehr gut. Weiter geht's mit einer Kombinationsübung für unseren Rücken. Wir starten mit Superman und wechseln bei der Hälfte zu Superman Hold. Zieh dein Kinn zur Brust an, damit deine Halswirbelsäule mit deiner Lendenwirbelsäule in einer geraden Linie bleibt. 3, 2, 1, go!
Wechsel jetzt zu Superman Hold. Halt die Position und schau nochmal drauf, dass deine Handgelenke gerade sind und dein Kopf tief bleibt. I've got you now. My body, I'm body, oh, body, I'm body, oh, body, I'm body. Und lösen. Gut gemacht. Atme durch und mach dich bereit für einen Burner für den gesamten Rumpf und unsere Arme. Wir starten im High Plank und kommen von dort aus mit beiden Händen nach vorne. Komm wirklich so weit vor, wie du kannst. Natürlich solltest du dich bei der Ausführung auch sicher fühlen. Komm dann wieder zurück und heb dein Bein im Wechsel nach oben an. Beim Beinheben muss dein Bauch auf Spannung sein, damit dein unterer Rücken nicht unnötig belastet wird. Halfway there. Wenn es anspruchsvoll ist, bleib dran. Wir haben ein Ziel und wir geben nicht auf. Gemeinsam kämpfen wir uns durch die letzten 10 Sekunden. Sehr gut und absetzen. Wir haben mit dieser Übung nur 4 Übungen vor uns. Ich weiß, dass die nächste Übung nicht nur euch ordentlich fordern wird, sondern auch mich. Aber wir schaffen das gemeinsam auf jeden Fall. Komm dafür in den High Plank und verlagere dein Gewicht für die ersten 20 Sekunden auf deinen rechten Arm. Dein Ellbogen sollte dabei immer leicht gebeugt bleiben und dein Körper gerade. Die Hüfte bleibt permanent stabil. Aber wenn es schwierig ist, versuch dich selber immer wieder zu korrigieren. Bei der Hälfte wechseln wir die Seite. Und wir wechseln jetzt die Seite. Halte, halte und achte darauf, dass der linke Ellbogen leicht gebeugt bleibt. Und 5, 4, 3, 2, 1 und absetzen. Gut gemacht. Komm direkt von der Matte hoch. Keine Sorge, es wird jetzt etwas lockerer, bis wir nach dieser Übung nochmal Vollgas gehen. Stell die Schulter breit auf und box mit beiden Händen jeweils einmal nach oben und einmal nach vorne. Versuch dabei, deine Schulter mitzunehmen und deinen Bauch anzuspannen. Sehr gut, hab Spaß, genieß den Rhythmus, wir sind schon über der Hälfte. Lösen. Gut gemacht. Wir sind bei der vorletzten Übung. Komm dafür direkt auf die Matte und in den Reverse Plank. Positionier deine Hände direkt unter deinen Schultern und stell dein linkes Bein im rechten Winkel auf. Dein rechtes Bein ist komplett gestreckt. Heb dein Bein dann mit voller Spannung von unten nach oben an und schieb deine Zehenspitzen nach vorne. Schieb deine Schulter nach hinten unten und dein Brustbein nach oben raus. Bei der Hälfte wechsel mal die Seite. Und wir wechseln jetzt die Seite. Mach deinen Bauch am obersten Punkt komplett rund und denk dran, Schultern unbedingt weg von den Ohren. Sehr gut und absetzen. Letzte Übung und somit Endspurt. Bleib auf der Matte, aber komm in Seitenlage auf deine linke Seite. Mit dieser Übung trainieren wir die Schulterstabilität und den Rumpf. Ellbogen und Schultern bilden eine gerade Linie und dein linker Arm ist nach oben rausgestreckt. Versuch deinen gesamten Bewegungsraum auszunutzen und die Dehnung sowie die Kontraktion zusätzlich in der seitlichen Bauchmuskulatur zu spüren. Wir wechseln bei der Hälfte. Und nur 3, 2,
1 und wir wechseln die letzten 20 Sekunden. Hol nochmal alles raus und gib alles. Und 3, 2, 1 und absetzen. Gratuliere, gut gemacht. Ich hoffe, es hat dir gut getan und es hat dir Spaß gemacht. Ich bin super stolz auf dich. Wenn es dir Spaß gemacht hat, freue ich mich über deinen Daumen hoch. Abonniere den Kanal, wenn du am Laufenden bleiben möchtest. Und ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Workout wiedersehen. Body, you're so close.